China hat erstmals einen eigenen Raumfrachter ins All gebracht. Vom Weltraumbahnhof auf der südchinesischen Insel Hainan aus wurde Tianzhu 1, zu Deutsch himmlisches Schiff, mit Hilfe einer Trägerrakete in die Umlaufbahn geschossen. Das Raumschiff wurde vollständig von chinesischen Ingenieuren entwickelt und gefertigt. Es kann bis zu 6 Tonnen Fracht transportieren und soll an der Station Tiangong 2 ankoppeln, die seit September im All ist. Tiangong gilt als Vorstufe einer permanenten Raumstation, die China bis 2022 einrichten will. Und bis 2050 will das Land eine bemannte Mars-Mission auf den Weg bringen.